In Gießen hatten Künstler und Hobbymaler aus der Region die Möglichkeit, auf insgesamt 13 Staffeleien ihre Fähigkeiten bei der Open-Air-Galerie im Neuen Weg zu präsentieren. Auch Gießener allgemeine Mitarbeiter Wolfgang Schmelz zauberte seinen Hessenlöwen auf die Leinwand. Ich bin jetzt selbst von der Zeitung aus gefragt worden, ob ich hier auch was präsentiere. In diesem Fall eine Karikatur, die wir auch schon in der Zeitung hatten. Ich bin eigentlich mehr Grafiker, also ich bin grafisch auch tätig und mache auch sehr viele Porträts zum Beispiel. Auch habe schon Ausstellungen gemacht, auch Collagen unter Umständen mache ich auch. Alles so, was mit Menschen zu tun hat. In allererster Linie macht es uns Spaß, sowas zu verwirklichen. Das steht natürlich auf jeden Fall dahinter. Und wir erhoffen uns damit natürlich auch einen Publikumsstrom, der sonst nicht unbedingt hier langläuft. Und der neue Weg wird hoffentlich bekannter dadurch, attraktiver. In meiner Malerei, dabei lege ich eigentlich den Schwerpunkt auf das Performative. Also gerade das, was dieses Event präsentiert, das vor Publikum malen, einfach den Pinsel in die Hand nehmen und zu führen und einfach das Bild als Dokument anzusehen und eigentlich den Akt des Malens in den Vordergrund zu stellen. Das ist auch eigentlich der Grund, warum ich hier bin und meine Werke präsentiere und mich präsentiere und mein Malen präsentiere.